tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Mimigma vor. Mimigma ist ein Geist-Fee-Pokémon ohne Entwicklungen und hat eine Schwäche gegen Geist und Stahl, eine Doppelresistenz gegen Käfer und eine Immunität gegen Normalkampf- und Drachenattacken. Mimigmas Basiswerte sind auf den ersten Blick weniger spektakulär. Es hat einen ordentlichen Angriffs- und Initiativewert, die Verteidigung ist durchschnittlich und die Spezialverteidigung ist gut. Was Mimigma richtig stark macht, ist seine Fähigkeit Kostümspuk. Diese verhindert den Schaden der ersten Attacke, die Mimigma in einem Kampf abbekommt. Dabei ist anzumerken, dass Zusatzeffekte von Attacken wie zum Beispiel ein Burn von einem Siedewasser nicht abgeblockt werden und Schaden von Statusattacken wie Tarnsteine, Gift oder Ekelsamen nicht verhindert werden, jedoch auch das Kostüm nicht kaputt machen. Diese Fähigkeit gibt Mimigma eine tolle Gelegenheit, sich frei zu boosten. Die EV verteilen wir bei Mimigma voll in Angriff und Initiative, dazu ein frohes Wesen, um die Inne zu maximieren. Bei den Attacken nimmt man Knuddler, Blutsauger, Schattenstoß und Schwerttanz. Knuddler ist die einzige physische Feenattacke und somit die einzige Wahl für einen Feenstep. Blutsauger ist eine solide Coverage-Attacke, die Mimigma um die Hälfte des verursachten Schadens heilt. Schattenstoß ist eine zweite Step-Attacke mit Priorität und Schwerttanz ist zum Schluss noch ein Boost-Move, der den Angriff um 2 Stufen erhöht. Als Item hat man bei Mimigma eine relativ große Auswahl. Ein Lebenorb erhöht den Schaden um 30%, jedoch kosten Schaden verursachende Attacken dafür 10% der KP. Eine Prunusbeere schützt einmalig vor Statuseffekten, die Mimigma alle stark verkrüppeln würden. Ein Schwächenschutz ist ein wenig riskant, jedoch verheerend, wenn es funktioniert, sofern der Gegner schon mit effektiven Attacken auf den Kostümspuk haut, kann man hier jedoch einen freien Boost im Angriff bekommen. Ein Muskelband erhöht den Schaden von physischen Attacken um 10% und hat keine Nachteile. An dieser Stelle möchte ich jetzt noch eine alternative Option mit einem Normium Z geben, dafür muss man jedoch den Schwerttanz durch Platscher ersetzen. Mit Z Platscher erhöht sich der Angriff nämlich gleich um 3 Stufen. Ich persönlich bevorzuge allerdings die Schwerttanz-Variante, da der Z Platscher nur ein einziges Mal funktioniert und es auch manchmal Situationen gibt, in denen man mehr als einmal zum Boosten kommt und man Z Platscher nur einmal benutzen kann. Mimigma Spielweise ist eigentlich relativ einfach. Bevor man es reinbringt, sollte man schauen, dass man alle physisch-defensiven Stahl- und Gift-Pokémon wie zum Beispiel Stalos, Stolos, deren Mega-Versionen und auch Pokémon wie Agrostella und Panzereron aus dem Weg geräumt hat, da Mimigma gegen solche Pokémon auch auf plus 6 noch nicht viel machen kann. Wenn genannte Pokémon aus dem Weg geräumt oder ausreichend geschwächt sind, könnt ihr es reinwerfen, einen Schwerttanz boosten und anschließend anfangen zu sweepen. Wenn ihr eine Gelegenheit seht, einen zweiten Schwerttanz zu boosten, weil der Gegner ausgewechselt hat, dann solltet ihr diese Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, sofern keine akute Bedrohung herrscht. Die besten Teampartner für Mimigma sind Boden-Pokémon, da diese Stahl- und Gift-Pokémon einfach aus dem Weg räumen können. Wobei speziell Angreifende hier von Vorteil sind, da gerade die meisten Stahl-Pokémon eher physisch-defensiv ausgelegt sind. Das war's von meinem Mimigma und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.